Wir haben inzwischen 7 Großgraffitis hier im Quartier. Davon 3, für die die ESG verantwortlich ist. Das sind auch geförderte Projekte der Stadtplanung, der Seestadt Bremerhaven. Und über 30 Stromkästen, die wir inzwischen haben bemalen lassen. Was wollen wir mit der Streetart erreichen? Wir wollen jetzt nicht unbedingt der alten Bürger Konkurrenz machen, aber wir wollen also auch Kunst und Kultur fördern im Goethe-Quartier, um neben dem Aspekt, dass es schön aussieht, schöner aussieht, auch natürlich Interessierte und auch was für die Touristik tun, dass Leute hier ins Quartier kommen und sehen, was hier inzwischen passiert ist. Weil ja im Wesentlichen immer nur negative Nachrichten die Presse besonders interessiert.